Oh nein, 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 nein. So. Wir haben ihm seine Hände abgetrennt. Er leidet. Soll er leiden? Diese Schattenkreatur. Nächstes Gebiet. Das ist da, wo ich aufgehört habe. Nicht direkt jetzt, ich erzähle euch nochmal genau wo. Ja. Wir sind jetzt in der Küche. Und ja, der Koch ist erwartend schlimmer als das Wesen von eben. Da oben sehen wir einen Koch. Furchtbare Kreaturen. Und wir haben wieder Hunger. Hungry for apples. Und hier habe ich mich auch schon gefragt, wie weit geht sie wirklich? Wir essen. Genau. Hier nix, aber wir werden gleich sehen, was uns als Hauptgang serviert wird. Eine lebendige Ratte. Wow, sind wir vielleicht in der Nightmare? Na, ich, nee, glaube ich nicht. Aber ich weiß es nicht. Blutspuren. Willkommen in der Küche. Nein! Nein! Renn, renn, renn! Nein! Ich will euch die Animation ersparen. Oh Gott, er kommt wieder her. Shit. Gut, ihr habt die Animation nicht gesehen, die eventuell kommen könnte. Gut. Hä? Die letzte Mal hat das immer geklappt. Okay, er kommt nicht ran. Sehr schön. Oh nein, 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 er läuft jetzt rum. Beeilen, beeilen. Shit, ey. Hier bin ich auch öfter gestorben, weil ich absolut keine Ahnung hatte, wohin. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich es rausgefunden hatte. So, Balkenklettern kennen wir aus dem letzten Game, Tyler.
005. Model 005. Oh. Wir sollen auf jeden Fall den Schlüssel holen, der zu dem Schloss, an dem wir eben vorbeigelaufen sind, zu dem Schloss passt. So. Ich frage mich, wieso einer hier hochkommt, um sich hier Vorräte zu holen. Ich weiß es nicht. Kerze. Und hier gleich in diesem Raum endet unser Vorsprung an Wissen. Und zwar genau nachdem wir den Schlüssel untergeworfen haben. Und hier hochgeklettert sind. Und dann war meine einzige Idee noch, ich mache das Licht wieder aus, damit er wieder schlafen geht. Hier ist der nächste Koch. Hä, wo ist er? Ach, da ist er. Da hatten wir ja Zeit gehabt. Shit, 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 shit. Ich dachte eigentlich, ich springe. Oh Gott. What the fuck? Warum fällst du wieder runter? Oh! Och, Mann. Genau, ihr seht das Dilemma. Bin mir nicht sicher genau, was wir machen sollen. Es ist wahrscheinlich offensichtlich, nur ich krieg's hier nicht hin. Oh nein, 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 er ist da. Okay, okay, okay. Also ich weiß, dass man in die Lampe springen kann. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ah. Okay, wir müssen darauf achten, dass hier Pottery, die Gefäße von den, die Tongefäße und so, nicht zwangsweise runterfallen, nur die Gläser. Vasen, wie auch immer. Und selbst dann sehe ich keine guten Chancen hier weiterzukommen. Ich weiß es nicht. Ach, ist der auf Klo? Kann das sein?
Oh, hätte ich den vorher aufmachen sollen, ne? Shit. Okay, geht, geht. Das ist nämlich ein Fahrstuhl. Das hatte ich auch schon rausgefunden vorher. Aber... jetzt müssen wir es nochmal machen. So auf die wirkliche Sneaky-Tour hier. Jetzt hat er wahrscheinlich auch andere Animationen. Oh nein, sag mir nicht, hier sind gleich zwei oder so. Das wäre... ja... Horror. Ein Horrorszenario. Genauso wie... weiß es nicht. Ja. Frage ist, geht der jetzt wieder hoch? Nee. Doch. Ich möchte lieber abwarten. Ich weiß, nee, den Weg schaffen wir nämlich nicht. Ja. Und sobald wir hier irgendwas erreicht haben, geht er nach rechts irgendwo rüber. Bin ich mir ziemlich sicher. Doch noch nicht, okay. Er kommt aber. Ja, das war klar. Na, ja, gucken wir erstmal, was er vorhat. Oder seinen ganzen Ablauf einmal angucken. Ne, ich gehe noch nicht. Ich will nicht. Ich weiß nicht, wie lange er oben bleibt. Ne, er sieht uns. Och komm. So. Und sobald er nach oben geht, gehen wir unten lang. So. Welch unsympathischer Typ. So, jetzt ist alles neu für mich. Da bist du tatsächlich zu schwach. Oh ja, wir können auch hier. Okay, alles klar. Jo. Hm.
Können wir den da oben reinwerfen? Okay. Also hier ein Fleischwolf. Ist aber nichts drin. Und dann ziehen wir es nach oben, ne? Oder was? Ah. Aber hä? Ach, wir müssen bestimmt oben noch mehr reintun, damit wir eine Kette bilden und damit... Ah. Verstehe, verstehe. Müssen wir noch mehr holen, ist die Frage. Reicht uns das eine? Ich glaube nicht... Exakt. So, ich hoffe, die Physik spielt mit. Und beide fallen auch da rein, auch wenn wir beide... Okay, alles klar. Kann ich kaum noch bewegen. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Mal gucken. Also die Idee ist relativ simpel. Wir bauen uns eine Fleischkette und benutzen diese dann zum Würstchen machen. Eieiei. Muss gelernt sein, ne? Das kann doch nicht gut sein hier. Das kann nirgendwo gut sein. Ein Albtraum, haha. Schlüssel, okay. Die Tatsache, dass ich mich hier drin verstecken kann, ist mir sehr suspekt. Ich gehe aber davon aus, wir können an diesen Säcken hochklettern. Weiß es nicht. Okay, ich bin zu schwach dafür. Hier ist eine Kiste. Ah, die kann ich aber nicht ziehen. Okay. Achso, kann ich von hier vielleicht aufspringen? Nee. Achso, kann ich bestimmt hier? Auch nicht, auch nicht. Das ist mir sehr... sehr... Kann ich da durch? Nee. Okay. Viele Möglichkeiten bleiben uns hier ja gar nicht, ne?
Hier war auch ein Gulli, ne? Ah, warte mal. Muss ich die lösen, dass die die Deckel hier aufmachen? Kann, ja, okay, der ist nicht ganz drüber und hier ist auch keiner drüber. Okay, das klappt schon mal nicht. Aber wie? Kann ich solche Säcke ziehen, auch wenn die gigantisch sind? Nein. Ich übersehe doch Hardcore irgendwas. Unzufriedenstellend. Wir haben auch nichts zum Aufheben, was wir werfen könnten irgendwo. Muss ich das verstehen? Ach, guck mal. Oh, bin ich blöd. Oh Gott, bin ich blöd. Tut mir leid. Oh Gott. Okay, so schon mal nicht.